Und Sie, Herr Karl Günther Gustav Jonsson, mit diesen Blumen in der Hand, Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Woo! Every day I'm shuffling. Mit dieser unglaublich sinnlosen Anmoderation, herzlich willkommen. Was geht ab? Spiel, chill mal dein Leben vielleicht. So ein bisschen Frames oder so, Bock hast du vielleicht nicht so drauf, oder? Fuck. Das ist jetzt schon ziemlich bitter. Na gut. Ich hoffe mal, das bessert sich noch. Wir sind bei einem hoffentlich dicken Special. Was willst denn du, Pisser, von uns? Der willst auf die Fresse oder was, ey? Sag, ganz schnell kannst du es haben, du blöder Wichser, ey. Nee, komm, wieso fick dich, Dodgy? Wir haben noch Spaß, wir haben noch Spaß, komm. F-O-U-R-W-H-E-E-L-F-U-N. Zack, nein. Ich geb den Cheat so lange ein, bis er kommt, ist mir egal. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, woran es liegt, und zwar... Also entweder bin ich wirklich so dumm, um was einzugeben... Oder es liegt daran, dass während so ganz kleinen Lags, man sieht, das Spiel läuft nicht ganz flüssig, das wären ganz kleinen Lags, wenn ich da was eingebe, denkt sich, ich spiele einfach so, pff, fick dich doch bitte, ja. Fuck you hard, man, fuck you hard. So sieht's nämlich aus, wie man den Alternativ-Cheat an. Also A, E, K, J, J, Y, G, L, G. Fuck, da muss ein C hinten, scheiße. G, ne, G, L und dann C, eiskalt, my friends, jetzt... Gibt's erstmal dick auf die Fresse, es pisst mich trotzdem an, dass hier gerade nichts geht. Solange es keine schlimmeren Lags sind, lasse ich es mal so. Ja, wie gesagt, es ist Special Time. Und ich habe mir mal ein paar nette Dinge notiert, was man so machen könnte. Also ihr könnt euch schon auf einiges freuen. Oder, na, das von mir ist, dürft ihr euch eigentlich nicht drauf freuen. Ihr wisst, was ich meine, ja? So. Was wir jetzt zuerst mal machen? Das ist jetzt mal ganz einfach, so. Lass mal gucken. Wir sind hier, so. Und wir wollen da hoch. Wie weit ist das denn bitte weg? Für'n Arsch, so. Dann müssten wir ungefähr geschätzt, das ist da, das heißt da, heißt hier. Genau da setzen wir jetzt einen Punkt. Wir setzen da keinen Punkt. Doch, komm, setz. T. T, eiskalt. Ich hab's drauf, ey. Ich hab's drauf und du ja, ey. Gemein. Haha. Kann er eigentlich mal sterben, der Wichser? Weißt du, und es geht halt schon irgendwie nicht, dass ich hier meine Munition an dem verschwende, ja? An dem blöden Spasten, ja? Und es kann auch irgendwo ein Stück weit nicht sein, ja? Aber schön, dass er uns mitnimmt. Freut mich. Naja, dann eben nicht. Ja, fickt euch doch bitte. Geht von mir runter. Also, ich meint, es kam wieder so komisch rüber. Ich, nein, 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 nein. Nee. Ich will trotzdem... Wow, 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 wow. Was geht mit euch ab, Jungs? Das geht ja gar nicht hier. Rennen hat auch irgendwie gar keinen Bock drauf oder so. Leertaste oder so. Pff. Nein, komm, wieso? Hau doch dick die Legs ins Spiel. Wir haben doch Spaß, ey. Kack. Kack hier. Irgendwer kann mir doch bitte mal sein scheiß Auto geben, oder was, ey? Ja, komm, wieso? Man hält eigentlich an für gute Freunde, nein, wieso hält man einen Scheißtrick, hält man an? Weißt du, ihr könnt mich mal, am Arsch lecken, Scheißtrick interessiert mich, ihr blöden Wichser. Schau mal, wie schnell ich einfach weg bin. Wenn er meinen Reifen zerschossen hat, Alter, ich fahr den. Ohne Witz, ich verpetze ihn über seine Mama. Weil das kann auch irgendwo nicht sein, einfach. Ich könnte auch einfach rüberfliegen, es wäre der kürzeste Weg. Und ich würde nicht schon mehr so viel Zeit verschwenden. Ich meine, ich habe so viel Zeug, was ich hier eigentlich reinpacken will. Und so wenig Zeit dafür, das ist eigentlich schon tragisch. Ach, wisst ihr was, wir machen das anders.
Wir fliegen dann mal. Wir sind ja mal weg. Also Special läuft schon mal richtig gut an. Nichts funktioniert. Spiel läuft nicht flüssig. Was kann dabei denn schon schief gehen? Was kann dabei schief gehen? So. Man könnte auch gerade zum Punkt fliegen da, aber das, nee. Also, wer zu Mainstream, das machen wir hier gar nicht. Gar nicht einfach mal. Und ich muss sagen, ich habe mich im Vorfeld dieses Specials ein bisschen schlau gemacht über die Geheimnisse und Mythen von GTA und habe festgestellt, ja, was sind das für eine Scheiße, bitte. Ja. Es gibt irgendwas so Bigfoot, haben sie vielleicht ein Spiel eingebaut, einen Scheißdreck haben sie Bigfoot in dieses Kackspiel eingebaut. Seid nur wieder voll Like und Sensationsgeil, ihr wollt alle Daumen hoch da, ne. Gut, fast, naja gut, es gibt Mods, dass man so komisches Zeug einbauen kann. Aber ist mir egal, ja, interessiert mich das. Ein feuchten weißen feuchten Topf Blumenerde oder was? Ach, halt doch die Fresse, komm ey. Fick dich doch bitte, fick dich so. Boah, also die Spannung. Die hätten mal ein Jetpack mit Radio erfinden sollen. Das wäre auch wieder die Idee gewesen. Hätte sich wieder einen Preis verdient, aber nee, so erstmal, nein, leider gar nicht. Ich könnte jemanden grüßen. Ich grüße dich da unten in dem weißen Auto. Hey Bob. Lol, Scheibe kaputt. Scheibe kaputt, was? Egal. Wir können den... Hoppala, der Zug, der war ein bisschen schnell unterwegs hier, Herr Polizist. Das kann er so nicht angehen, irgendwie. Unverschämt sowas, weißt du, ich... Als sicherheitsbekümmerter Bürger, ja, das kann er nicht sein. Geht doch nicht. Will das nicht. Aber jetzt... Genug gequatscht, genug die Fresse aufgehabt. Die Frage ist doch, was will dieser Wichser eigentlich bei diesem Wegpunkt? Die Antwort ist ganz einfach. Ist ein Geheimnis. Hier gibt es genau das, was ich wollte, was ich in den Folgen mit Marcel angesprochen habe. Mini Gun, oh yeah. Ich hab dann mal eine Minigun. Boop. Oh yeah. Jizz in my pants. Was, egal. So, und damit können wir auch anfangen, um meinen Plan abzuarbeiten. Für Special hat 100 Punkte. Und die werden wir jetzt alle in 24 Stunden abarbeiten. Wir haben ja Zeit. Wir haben noch Zeit, so. Was ich jetzt erstmal will, ich will jetzt erstmal zu unserem Casino. Also, nee, nein, nicht zu unserem, Quatsch, ich will zum Caligulas. Weil ich habe da noch ein bisschen was vergessen. Und zwar mein Geld, das ich noch gewinnen wollte. Es wird keine Casino-Folge, keine Angst. Ich wollte nur einmal kurz rein, mir ein bisschen Geld abzwacken und dann bin ich schon wieder draußen. Glaube ich, mache ich so. Ja, könnte ich so machen. Okay, ist eine Glaspyramide. Seit wann ist hier eine Glaspyramide? Die war noch nie da. Noch nie gesehen. Das Übergang von Sphinx Arsch zur Glaspyramide. Ja gut, wir lassen es. Wir machen einfach hier. Hier. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieses hier, dieses Dings da auf der Karte unten links auf dem Minimap, das hat doch irgendwie ein bisschen was von einem Hummer oder was? Also hier dahin die Schwanzflosse, Schwanzflosse und dann vorne Dingens hier. Von diese Scheren, diese Klappscherenhände. Ihr wisst genau, was ich meine, Mann. Ihr wisst es. Lass es, Mann. Soll ich mich auch fragen, wo ist ein Caligulas, das alte Scheißgeschäft, ey? Ich will doch nur ein bisschen Geld erleichtern, so, Millionen, eine, zwei, vier, 4,7, ja, also die überheftigste Zahl, 4,7, es ergibt gar keinen Sinn einfach. Es gibt halt mal sowas von gar keinen Sinn, dass es schon wieder gar keinen Sinn ergibt. Also Wahnsinn, so, Polizei, lol, verfehlt, ey, voll Spack. Da sind wir voll gegen das Dings hier. Volle Kanüle, ey. Aber jetzt ohne Witz mal, wo ist denn hier bitte Caligulas? Willst du mich doch verarschen? Da ist es, is it? Nee, ist nicht. Nein. Ja, Hauptsache dicktes Schild vor der Fresse haben, aber nicht sehen, ja, da sind wir gut drin. Hauptsache es gibt Free Margarita, da...
Das wird ein guter Abend, Jungs, ja. Ich hab da so was im Ural, hab ich da, ja. Im Urin oder im Putin oder was weiß ich nicht. Wir holen uns mal jetzt die Cash einfach. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. So, meine Damen und Herren, das Spiel hat sich stabilisiert und da ich das gesagt habe, wird sich das Spiel wieder destabilisieren. Yes, wir spielen Roulette um wie viel? 1 Million Dollar, ich meine, da sind wir dabei, wir haben ja Spaß, wir haben noch Spaß, wir nehmen und meine Lieblingszahl, keine Ahnung, nehmen wir nicht meine Lieblingszahl, wir nehmen irgendeine Zahl. Ich glaube, die 24 hat uns letztes Mal Glück gebracht. Was ist, macht doch total Sinn, die hat uns einmal Glück gebracht, die ist ganz sicher mit die uns, ja. Ich werde mich nicht über die Leute aufregen, die ihre Wichsgriffel da wieder drin haben, ich meine... Ja, komm wieder die Null! Diese Kack-Null, ja, diese Kack... Die, das ist gut drin! Ganz toll, ganz toll! Diese Null hat mich auch nur einmal... Diese Folge wurde von... Also diese Stelle wurde von vielen als sehr lustig angesehen. Habe ich sehr lustig gefunden auch, ja? Rot-Schwarz. 2 Dollar jeweils. Es kommt die Null. Witzig. So, ich werde alle mein Geld verprassen. Ist mir scheißegal. Ist mir ein feuchten Scheißdreck. Kack ich drauf. Kack ich wirklich drauf. So. 34, jawohl, kommen wir, jawohl, komm, 25, scheiße, wollte ich nicht, nein, warte, verringern, so. Ah, ich weiß es nicht, Mann, ich will auch dick gewinnen, 20. Ich würde gerne 51 nehmen, das wären meine Abonnentenzahlen momentan, aber, ha, geht ja nicht, fick dich, Schlampe, ey. Das war auch wieder falsch, ey, ich krieg's nicht hin, auf eine Zahl zu setzen, ich meine, Skill ist auch gerade weggeflogen. Vor Begeisterung natürlich. Nicht vor Grauen. Vor Angst. Schrecken. Wir waren nah dran. Also, ich muss sagen, Bob, das war eine ganz enge Kiste. Da geht noch auf jeden Fall mehr. Wenn wir alles verspielen, verspielen wir halt alles. Doch scheißegal, Mann. Wir haben noch dick was auf Tasche. Wir sind immer so nah dran, es ist zum Kotzen, Mann. 27. Bitte, ich will nur ein bisschen Geld gewinnen. Ich bin noch ein armer Günther. Günther. So. Gimme money. Yeah, yeah. Gimme money. Gimme. Yeah, yeah. Gimme money. Gimme money. Gimme money. Das heißt, gib mir das Geld auf Deutsch. Ich bin so toll in Fremdsprachen. Vollidiot, zack. 29, komm, bitte, 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 bitte. Komm. Yes! Wir haben dann... Wir haben da mal 36 Millionen Dollar. Wir haben da... 36 Millionen Dollar. 36 Millionen. Oh, das war hoch. Ja, das wollte ich machen. Ich wollte das Caligulas wirklich um 36 Millionen erreichern. Erleichtern. Ich habe wirklich keinen Schnitt gesetzt. Das ist die allererste Aufnahme. Wir haben da mal 36 Millionen Dollar, ey. So, ich habe so ein dickes Grinsen in der Kackfresse gerade, ey. Das ist Wahnsinn. Wir haben ja so geschickt wieder, so geschickt haben wir euch. 36 Millionen, 36 Millionen, 36 Millionen, 36 Millionen Dollar, 36 Millionen Dollar, 36 Millionen Dollar. Wir haben 36 Millionen Dollar. Dann nehme ich vor Freude doch meine Minigun und knall euch ab. Boom. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. 36 Millionen. 36 Millionen. Oh yeah. Oh yeah. Wir haben 36 fucking Millionen. 36 Millionen. Und unser Geld, es steigt an. Weiter und weiter. Yeah. Wir speichern mal. Wir hauen dick den Speicherpunkt rein. Und ich würde für dieses Special gerne einen eigenen Speicherpunkt anlegen. Und zwar den hier ganz unten. Hoppala, nein. Nein, so hier. Na, hallo, willst du mich eigentlich verarschen gerade? So.
Genau. Und zwar werde ich einige Sachen machen, die ich nicht in meinem Speicherstand haben möchte, auch wenn wir jetzt erstmal 15 Minuten mit den Caligulas Scheiße da verplempert haben. Ich meine, auch wenn wir jetzt ohne Witz halt mal 36 Millionen Dollar gewonnen haben, ey. Das hat schon wieder alles getoppt. Stehen bleiben oder so für mich wäre nicht so ganz der Fakt. So. Was wir jetzt machen können, wir können mal Gilligan's Island besuchen. Es soll eine sehr schöne Insel sein. Und zwar ist die, lass mal kurz gucken. Ich habe immer wieder gar keinen Plan. Was? Emerald Isle? Ist es richtig? Nee, das ist total falsch. Ah, scheiße, muss ich hin. Ich habe hier wieder mal gar keine Ahnung. Also wir haben da, das ist eine Insel in der Nähe von der Mission, wo wir das Loco Syndicate beim P69 aufgemischt haben. Und zwar die Esplanade North. Leider habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Da? Nicht. Ah, Mann. Ich will die Karte nicht. Ich will hier runter. Ja, das ist scheiße. Ich hätte vorher mal gucken sollen, wo ich hin muss. Nee, wir machen doch professionelle LPs. Machen. Da, zack, da ist es. Hauptsache mal 500 Millionen Kilometer weg. Ist die Grafik gerade besser geworden? Oder bilde ich mir jetzt nur ein? Ich dachte gerade so, what the fuck Grafik. Also ohne Witz jetzt einfach mal. Dachte ich halt echt gerade, what the fuck, Grafik. Ich weiß es nicht. Aber wir haben die Esplanade North gefunden. Ich bin wirklich stolz auf uns. Wer hätte nicht denken können, das war da, ja, mit Woozy. Das war doch irgendwie, das war doch, hier, in der, im westlichen Teil der Karte. Da waren die ganzen Woozy-Missionen, da war das auch. Nein, das war da sicher nicht, war das da, ja, natürlich nicht. Auf jeden Fall. Ey, der Bus hätte uns aber auch fast richtig gefickt. Also richtig heftig gefickt einfach. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich mache nicht meine Musik an. Fuck, 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 fuck. Ich will ja Entertainment bieten. Ich könnte jetzt, aber ich habe den Text nicht ganz im Kopf. Trotz meiner Warnung nicht lassen Zuschauerzahlen Luft aus seinen geknickt wie Plastikflaschen. Doch blicken wir mal in die Vergangenheit zurück. Mit dem Kanalfeldpumpfer D hattest du anscheinend kein Glück. Wie lange brauchst du eigentlich für eine Rap-Analyse? Könntest du uns die Zeit nicht mit witzigen Videos versießen zu deiner Abonnentenzahl? Riesig wahrlich, die steigt an wie mein Penis. Hör, wie jetzt? Also gar nicht. Das Special zu Ostern war auch toll. Ich nehme Reis aus, da habe ich echt gedacht, da kommt was Witziges bei raus. Das war im Kreis Karussell. Das ist interessant. Ich habe den Text nicht drauf. Das ist scheiße. Ziemlich effektiv. No Games. Im Namen der ganzen Nation fragen wir, wo bleiben Witz, Spaß und Passion? Der Status deiner nennen wie sie gern LPs sind unannehmbar wie eine Bastion. Ich habe den Text leider nicht drauf. Den hätte ich mir ausdrucken müssen. Jetzt kann sich natürlich die Frage stellen, warum ich den GTA-Text so gut konnte. Das liegt daran, weil ich den GTA-Text auch, den hatte ich schon viel länger erstellt, als ich den hier abgespielt habe, und den Text habe ich auch, weil ich habe mir viel öfter schon reingezogen. Und je öfter du das reinziehst, desto besser kannst du den Text halt irgendwie logischerweise. Ob es gut oder schlecht ist, liegt jetzt im Auge des Betrachters, da liegt zu, da kann es liegen bleiben. Erstmal voll von Gronkh geklaut, sind wir gut drin, also. Von Gronkh klauen können wir. Und ich kann es auch nicht mehr mitrappen, weil ich habe keine Ahnung, wo gerade das ist. Das kommt noch dazu, also ich könnte jetzt nicht spontan wieder einsteigen. Ich hätte gar keine Ahnung. Ich hätte null Plan, keine Ahnung, wo wir sind. Also auf der Karte weiß ich, aber ich meine bei dem Track jetzt. Ihr wisst Bescheid. Da, da, da. Waren es nicht Battle, warum? Ja, aber trotzdem ist ein ganz chilliger Beat, weswegen ich ihn auch komischerweise für meinen Track benutzt habe, weil er einfach cool und genial ist. Nee, also macht keinen Sinn. Die Frage ist auch noch von vorhin, wie habe ich die Minigun eigentlich gefunden? Und zwar durch eine Waffenkarte. Also ich meine, klar, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Und die Minigun, die ich in der Folge mit Norgames angesprochen habe, das ist nicht die gleiche. Ich meinte eine auf einem Hausdach oben. Aber ist ja egal, Fax, ich habe eine. Und auf die Waffenkarte hat mich nochmal der André G1999 aufmerksam gemacht. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich bin nicht so gut mit Namen, aber ich versuche mal mein Bestes. Also,
Er hat nämlich in einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht, ja, schau doch auf einer Waffenkarte nach, wenn du es haben willst, die Minigun, habe ich gemacht. Das war das Nächste. Kann ich, habe ich drauf, so. Willkommen, meine Damen und Herren, auf der Intercity-Express-Linie von Carl Johnson Reiseagentur zur Esplanade North, genauer gesagt zur wunderschönen Gilligan's Island. Wir bieten das Komplettpaket mit Wellness, 24 Stunden am Tag, kostenloser Eintritt in Sauna, zu den Massagezentren und allen anderen Wellness-technischen Einrichtungen. Weiterhin sind Essen und Getränke in einem reichhaltigen Buffet mit inbegriffen. Dieses Flugzeug wird abgeknallt. Verkackt. Das alles bieten wir Ihnen für schlappe $299. Sie dürfen sich auf Gilligan's Island in einem Traumparadies für Urlauber eine ganze Woche mit All-Inclusive, also allem drum und dran, vergnügen. Viel Spaß. Flug nicht inbegriffen. Flug kostet $52.000. Was? Warum kostet ein Flug $52.000? Das ergibt gar keinen Sinn. So. Also ich werde, um nochmal zum Special zurückzukommen, ich werde einige Dinge zeigen, aber nicht alle. Also manche, weiß ich nicht, warum ich die zeigen soll, manche habe ich zu viel Schiss, habe ich zu viel Angst. Ich will das nicht. Ich kann natürlich nicht alle nehmen. Ich meine, diese 9 Punkte, ob ich die alle abarbeiten werde, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, wir sind jetzt bei Punkt, na gut, Punkt 1 war 36 Millionen Dollar bei Roulette gewinnen. Und Punkt 2 ist besuchen Gilligan's Island. So. Und da kommen noch 7 andere. Und das Blöde ist, ich muss immer quer über die ganze Map fliegen. Ich hätte mir das ein bisschen strukturieren sollen. Wo ich von wo aus hinfliege und was und wieso. War das, bin ich hier richtig? Ne, hier, also, es ist ungefähr richtig. Es war aber nicht genau, oder was? Ne, es war nicht genau hier. Fuck. Ah, natürlich war. Warte, doch. Ich muss nochmal nachdenken. Wir waren auf diesem Hausdach da. Auf diesem da, und dann sind wir hier runter und sind natürlich hier P69. Ich bin der Vollidiot, ey. Ich hab's ja voll drauf. Und zwar können wir von hier aus in relativ kurzer Zeit, ich meine, wir können noch fliegen, aber wir wollen ja ein bisschen was vom Urlauberprogramm miterleben, ja. Und da kann man einmal mit den Haien schwimmen, ohne Ausrüstung, ohne Sicherung, gefressen auf eigene Gefahr, Geld wird nicht zurückerstattet, so. Ich hätte den Jetpack vielleicht vorher ausziehen sollen, nicht voll Experte. Und weg. So, wir gehen dann mal baden. Okay, das war so nicht geplant, aber gut. Wir schwimmen dann mal. Das Schöne ist, also ich weiß, ich muss in Richtung Dollarzeichen ungefähr. Das ist das, woran ich mich noch erinnern kann. Also in die grobe Richtung Dollarzeichen. Man sieht schon, da hinten ist schon ein bisschen Küste. Und wir sind auch schon da. Willkommen auf Gilligan's Island. Sie haben gerade ein richtig dickes Wellness-Paket gewonnen. Wie gesagt, mit allem drum und dran, hier gelingen es alle, können sie sich vergnügen, wir haben Spaß an der Sache. Ich meine, da wurdet ihr eigentlich schon richtig beschissen vom Reiseveranstalter. So. Tokoloni 1 Reisen hat euch mal schon eigentlich ziemlich in den Arsch gefickt. Man muss es doch mal auf den Punkt bringen. Und das ist wirklich Gilligan's Island. Also, Punkt, es ist so, fertig, aufs Ende, was willst du machen? Ich könnte die Insel kaputt schießen mit meiner Minigun, leider. Abdrücke im Sand wären auch zu Mainstream, das ist schön. Und von dieser Insel aus haben wir Punkt 2 abgearbeitet. Es war einfach ein Besuch auf Gilligan's Island. Fertig. So. Irgendein Gym. Wir brauchen irgendein Gym, okay. Wir werden ja irgendwo ein Gym hier finden. Das geht ja wohl. Autos, genau, weiß ich noch. Da war doch hier Dingens. Haben auch Dings rausgeklaut und sind rausgefahren oben und da war Dings und das. Weißt du Bescheid, ey. Da weiß ich, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, kann ich mich da. Genau, ne, ist mal ehrlich. Wo ist denn hier eigentlich ein Gym? Was ich machen könnte, ja, schlauste Idee aller fucking Zeiten, Karte gucken. Was ist da denn los, ja. Gym, da, das ist ein Gym, ja, ne? Ich glaube, diese komischen Controller-Teile sollten als Gym dienen. Sollten Gym sein, auf jeden Fall. Und, schönes Gesprächsthema, richtig tolles Gesprächsthema, ja.
allgemeiner deutscher Alkoholiker, Automobilclub, wollte ich sagen. Richtig geiles Ding, ja. Ich kann wirklich gerade was aus meinem Leben erzählen, was passiert ist. Obwohl in meinem Leben eigentlich nie was passiert. Ja, also, es ist schon preisverdächtig fast. Und zwar, ADAC ruft euch so eine Tante an, ja, hier, ey, würden Ihnen gern Infomaterial zuschicken, ja, wegen Ihrer Mitgliedschaft. Ja, okay, also meine Mitgliedschaft, ja, läuft alles Knorke, ja, alles ganz schniekels am Laufen bei meiner Mitgliedschaft. Ja, welche Mitgliedschaft ist erstmal die Frage? Ich meine, ich habe kein Auto und warum soll ich so behindert sein, mich bei den allgemeinen Mitgliedschaft hier? Was wollen die eigentlich von mir, ja? Wollen mich ficken oder was? Ich meine, da waren sie ziemlich gut drin. Ja, gut, so. Und ab 18 wird's irgendwie kostenpflichtig. Puh. Schneckchen, ja. Warum soll ich für eine Scheiße zahlen, ja? Obwohl ich nicht mal ein Kackauto habe. Was soll das eigentlich? Ich habe nicht vor, nächste Zeit den Führerschein zu machen. Was willst du von mir, ja? Kann ich irgendwo nicht angehen, so. Und dann denke ich mir, Schätzchen, lass mal kündigen. Habe ich gemacht. Zum 28.02. wird gekündigt. Ja, ist schön. Und am 19.02. wäre ich 18. Denke ich, ja, wollt ihr, dass ich bezahle oder was? Ihr Schweine. Ja, ich könnte die Maus natürlich voll drehen. Aber kann ich nicht. Geht leider nicht. Hallo? Wo ist denn der Eingang zum Gym? Willst du mich echt verarschen? Natürlich ist das Kackspiel abgestürzt. Fick dich doch bitte, wir sehen uns gleich. Ey, so, meine Damen und was bitte? Ich hab doch wohl nicht den... Wo bist denn bitte Taxifahrer aktiviert? Willst du mich echt verarschen? Nee, willst du anscheinend nicht. Gut. Ich will wirklich keinen Taxifahrer-Move machen, aber na gut. Wir sind einfach mal hier. Und zwar sollten wir... Ja, nee, sind wir nicht... fuck, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich das gedacht. Wir sind hier in Montgomery, unserer nächsten Station auf unserer kleinen Special-Reise. Wir können doch hier nicht richtig sein. Kannst du mir keinem erzählen. Können wir? Nicht. Also hier soll es auch eine sehr schöne Attraktion geben. Allerdings sieht es momentan, bin ich falsch, Krankenhaus in Montgomery. Die Frage ist, gibt's hier überhaupt Montgomery, gibt's hier in Montgomery vor allem? Nee, gibt's hier ein Krankenhaus? Wir sind in Montgomery, das ist schön. Gibt's hier ein Krankenhaus? War es sinnvoll, über diesen Zaun zu klettern? Ich glaube kaum. Außenrum gehen wäre zu einfach. Ja. Also ich habe, wie gesagt, an die Orte, wo ich vorhab hinzugehen, war ich da noch nie. Ja gut, bis jetzt auf Caligulas Casino, aber das zähle ich mal als Ausnahme. Alles andere habe ich noch nie in dieser Form gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt überhaupt. Ich meine, achtet auch keine Sau drauf auf sowas. Aber wir wissen immerhin, es ist da. Das ist schön, wir freuen uns alle. So, das sieht nicht wie ein Krankenhaus aus. Wir können es natürlich einmal dick auf die Fresse geben lassen, dann sind wir hier ganz schnell im Krankenhaus. Du kannst ja glauben, wie schnell wir dann im Krankenhaus sind. Also im Notfall, wenn ich eine Attraktion nicht finde, weil ich zu blöd bin, musst du ja leider ausfallen. Ich meine, es wäre schade, aber dann, wenn es so kommt, kann ich natürlich auch nichts machen irgendwie. So, hier ist ein Lüfter, das ist schön. Stirb nicht. Kannst auch nicht wissen, was ist hier krank genau? Was willst du von mir, weißt du? Warum gibt's hier kein Schild mit Krankenhaus? Das kann auch irgendwie nicht sein, irgendwie, ja? Geht uns! Was ist das denn bitte? Okay, nein, das Haus ist... Nein, das sehe ich ein, dass das Haus schwarz ist. Nein, ist klar, also... Sicher ist das Haus schwarz. Ich meine, das können wir. Was sind das für ein Übergrafik-Bug, bitte? Wie geil oder auch nicht geil, keine Ahnung. Und ein kleines Wefken, das ich allerdings nicht aufnehmen kann. Aber es ist da, schön. Die Freude ist unermesslich. Jetzt schaue ich doch mal mit Raketenwerfer, vor allem mit Jetpack. Vielleicht bin ich auch im falschen Montgomery und es gibt noch ein zweites. Wie gesagt, das kann alles absolut sein, so. Krankenhaus in Montgomery, doch. Weiß ich nicht. Also, falls ich es nicht finden sollte, werde ich überspringen und sagen, was es da zu sehen gibt. Ist es jetzt nicht die überspektakuläre Scheiße oder so? Also, ich meine, Scheiße ist es jetzt sowieso nicht, also. Oder in gewissem Sinne schon. Man weiß es nicht.
Aber scheinbar bin ich hier komplett falsch. Schade. Na gut. Nee. Was ist auch für ein Pisskampf? Da ist ein Krankenwagen. Überkiller, hier ist es. Komm, sag, hier ist es. Irgendwo? Irgendwas? Wir sind da, my friends. Wir sind am Start. Es ist... Ja, so. Willkommen beim Biomüllbrunnen. Ja, also, ist schön. Ja, ist da. Akzeptiere ich. Ich meine, der existiert also, der Biomüllbrunnen, und... Yam, 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 yam. Lecker, lecker. So, wenn ich jetzt eine Raketen... Warte mal. Okay, 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 wir sehen. Wir sehen, hier ist grün, ja? Okay, okay, ich bin ja auch blöd. Nein, nein, ist okay, es war mein Fehler. Biomüllbrunnen, ja? Erfreut euch dran, ist schön. Wer findet sowas? Aber wie gesagt, wenn ich einen Raketenwerfer hätte und ich würde hier hinschießen, dann wird's auf diesem Grund vom Raketenwerfer-Dingens, würden keine Flammen sein. Warum auch immer, weil er gestanden von mir aus. Das war mir scheißegal, dann bin ich einen feuchten Scheiß da gänzlich. So. Was war das für ein Geräusch, ey? Wie behindert ihr alle seid einfach. Scheißkaff. Okay. Nein, mir soll's alles recht sein. Damit haben wir Punkt 3. Nee, Quatsch, Punkt 4. Ich bin ja auch so behindert. Hauptsache Punkt 3 überspringen. Ich meine, ist mal gut drin. Vollidiot, ey. Nee, warum zu einem Gym gehen? Wieso sollte man zu einem Gym gehen? Na, wieso denn? Leider Vollidiot. Flair der Vollidiot, ey. Hast du was gegen Flair? Ja, sicher hab ich was gegen Flair. Auf jeden Fall hab ich was gegen Flair. Ich muss ein Gym suchen, scheiße. Gym, gib mal her. Lass mal knacken. Lass mal knacken, Gym. Ha! Weil Gym und dann, also der Name hört sich an wie Gym. Wir suchen einfach. Es kann nicht mehr weit sein. Und ich überlege meine, ich merke gerade, meine Reihenfolge ist ein bisschen blöd, weil bei dem Gym kann ich direkt. Kann ich? Dann lass mal gucken. Also ich kann noch bei dem Gym direkt zwei Sachen erledigen. Wenn es das richtige Gym ist, was ich gerade erwisch. Ich meine, ich habe ja volle Ahnung, was welches Gym ist und so. Ich meine, da... Ganz stark, ganz stark. Ich hätte mir vielleicht doch ein Auto nehmen sollen, dass ich die Musik ein bisschen mehr knacken lassen kann. Also ich nehme... Wir machen es einfach. Ich nehme jetzt einfach ein Auto. Komm. Was soll der Geiz, ja? Wie ihr alle am Nerven seid. Gib mir auch einfach einer ein Auto und alles ist gut, ey. Keiner wird zu Schaden kommen. Naja, außerdem der jetzt sein Auto mir ausleiht vor allem, ja. Also, ob es hier wieder sieht, der Vollarsch. Es wird irgendwo explodieren und fertig. Das war ein dicker Crash, ihr Loser. Ihr habt halt gar nicht drauf, ey. Ihr habt halt nicht ansatzweise meinen Überfahrskill, ja. So sieht es nämlich aus. They see me rolling, they hate in die alten Pissnelken. They see me rolling, they hating, controlling and trying to catch me right in their hand, or catch me right in their hand, their head, their head, da 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 da. Mir ist aufgefallen, dass manche Lieder, sowas wie hier, das wiederholt sich einfach 700 Mal und jetzt wird gedisst, Alter, jetzt wird, der geht's den dicken Diss auf die Fresse, kannst du glauben, ey. Live gebattled, reloaded, so sieht's nämlich aus, Mann. Also das Intro lasse ich jetzt weg, ich mach mal sollen es. Ich brauch kein Intro, um dich kaputt zu battlen, ich brauche eigentlich nur eine Strophe. Aber lass mir das. Nein, es war kein Reim, habt ihr ein Problem damit, wo du tollen? War kein Reim. Scheiß, da kacke ich drauf, da, da, da. Es kommt erneut zum Showdown, du fühlst dich nicht getrollt, dann gibt es mit diesem Track ganz enorm die Hucke voll, oder? Nee. Warte. Ich hab's immer. Fuck, ich hab mich verlesen. Scheiße.
doch blicken wir mal in die Vergangenheit zurück mit dem Kanal. Für Pumpfade hattest du anscheinend kein Glück. Wie lange brauchst du eigentlich eine Rap-Analyse? Könntest du uns die Zeit nicht mit witzigen Videos versüßen zu deiner Abonnentenzahl? Riesig wahrlich. Die steigt an wie mein Penis. Wie jetzt also gar nicht. Das Special zu Ostern war auch toll. Ich nehme Reis aus, da habe ich echt gedacht, da kommt was Witziges bei raus. Warum das zu dir passt, das ist so interessant wie du selbst, dein Atelier-Name. Mensch, der ist echt kreativ. Wie man FIFA auf sein Handy macht, ziemlich effektiv. No Games, im Namen der ganzen Nation. Fragen wir, wo bleiben Witz, Spaß und Passion? Der Status deiner nennen wesige NLPs sind unternehmbar. Wie eine Bastion auf dem Mathe-Teil vom Track hast du dich sicher gefreut. Wie lange brauchst du noch für GTA? Ausgehend von heute, every week, zwei Parts, wird das nichts mit gleichziehen. Fehlen noch 45 Wochen, wir sehen uns 2013. Fucking 13, Alter. Fick dich. Scheiß auf den Kack-Diss-Track, ey. Ich will alles außer hier sterben. Gefickt habe ich dein Auto. So. Ich kann auch sagen, warum... Ich meine, ich hab das Lyrics-Blatt jetzt vor mir liegen. Ich habe es ausgedruckt. Aber warum bin ich so dumm zum Vorlesen? Ganz einfach. Nebenbei fahren und was lesen ist halt schon ziemlich scheiße. Also du musst mit einem Auge so, einem anderen Auge so. Ich meine, ich könnte so wieder hinstellen, aber dann sehe ich den Bildschirm nicht mehr richtig. Aber, na, obwohl ich sehe ihn eigentlich doch richtig. Naja, aber... Naja. Ich weiß, du gibst dein Bestes, Mann. Doch kriegst... immer nur den Restekram. Deine Rap-Analyse war herzallerliebst. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst. Oh nein, das hatte ich schon mal. Was willst du dagegen machen? Du bist so unkreativ. Soll ich deswegen lachen? Ja, ich merke, ich bin halt gerade volle Kanne am Beat vorbei. Das ist blöd, wenn man voll einsteigt. Ach egal, komm, wir lassen es. Wir machen es später nochmal. Zu dumm, um Diss-Track zu singen, rappen ich. Da hab ich drauf. Genten Fitness Center, da hier wird gefickt werden hier. So klasse, wie ich die Kamera nicht dabei habe, ich Vollidiote. Aber da ich einen Spielstand woanders habe, kann ich hier einfach das machen und ich hoffe, hier ist keine Kamera dabei. Gibt's nicht ein Waffenset mit Kamera? Sonst hätte ich halt schon ziemlich verkackt eigentlich. Was war Waffens? Sag mal, was waren Waffenset 2? Da. K, J, K, S, E, P, J. Geil. Wie ich die Kamera halt einfach immer noch nicht dabei hab. Ich glaube, die muss ich mir wirklich irgendwo holen. W. Klasse, Kamera nicht dabei, check. Ich meine, wir haben so die Kameras doch, ey. Wir töten euch alle mal. So einfach, weil ich's kann. Ja. Vollidioten, ey. Gefickt seid ihr alle. So. Jetzt werden wir das ganz einfach... Warum sind da eigentlich heute so komische Schattentexturen? Ohne Witz mal. Man weiß es nicht. So, wir sind dann mal weg, Jungs. What the hell is going on? Wollt ihr mich verarschen? Ich meine, natürlich weiß ich, was hier passiert. Und zwar, wir sind so praktisch im Nichts. Wir sind im Nichts. Ja, hi Leute, wir sind mal im Nichts. Wir sind dann mal im Nichts, ja. So, wie können wir mal nochmal hin? Und zwar, die Frage ist auch, warum fliege ich seitwärts, ja? Ich meine, ist ja wirklich so dumm oder tut denn oder so? Nein, ich bin wirklich so dumm. Nein, es hat einen einfachen Grund. Es hat einen einfachen Grund, und zwar soll's Bereiche geben, wo man halt richtig fett krass runtergezogen wird. Also richtig fett krass runtergezogen wird. Und dann kommt man nicht mehr hoch und das möchte ich gar nicht riskieren. Wir sind übrigens mal auf dem Dach vom Genten Fitness Center. Hi, ich bin... Wir können sogar noch die Musik hören. Wie geil ist das denn bitte? Oh. Warte. Da. Weg. Da. Okay, jetzt ist sie ganz weg. Traurig. Ja. Und zwar soll es hier hinten... Ich meine, ich habe mich auch volle Kanne informiert. Ich weiß absolut exakt, wo alles ist. Wir könnten so nämlich nach Liberty City. Wir machen es nicht, weil ich merke doch diese Kack-Wegpunkte nicht, wo man da lang muss. Also zu dem Wegpunkt weiß ich... Das sieht übrigens cool aus mit dem Anzug auf schwarz. Das sieht aus, als wäre mir ein fliegender Kopf mit einer Hand rechts. Nee, trotzdem. Was wollte ich jetzt sagen? Man weiß es nicht. Wir sind in der sogenannten Blue Hell. Blue Hell habe ich mir aufgeschrieben. Warum Blue Hell? Nee. Also was? Es war anscheinend irgendwie so, man wollte diese ganzen Häuser begehbar machen. Ging nicht, ja. 2004, die Rechner hätten dick was leisten müssen. Also hat man es in eine separate Parallelwelt praktisch verlagert. So sieht es nämlich aus. So, das ist die Blue Hell. Ich meine, ist auch voll klasse, wie ich mich hier auskenne.
Der Wegpunkt, der hat Sieg gebracht. Klasse. Hey. Yay. Hier sollte, also jetzt ohne Witz mal, ja, eigentlich sollte hier irgendwo so ein komischer Wegpunkt sein. Wollte ich mich eigentlich verarschen? Das war doch, jetzt war der doch mal. Hier war doch irgendwo, hier war ein Wegpunkt, also das war so ein gelber Kegel, wirklich mitten im Nichts. Der war einfach so da. Habe ich ein Video gesehen und, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Scheiße. Also man wird hier einen Wegpunkt setzen, dann fliegt man irgendwie hier hoch, da und da ist irgendwann irgendwo dann Liberty City. Hier so, keine Ahnung, irgendwo da. Und wenigstens den gelben Kegel wollte ich noch. Aber anscheinend habe ich mal wieder richtig dick verkackt, ey. Weil ich verkackt habe ich drauf. Mensch, ich meine, Tugaluni 1, ey, du bist ja der volle Experte Nummer 1, ey. Applaus für dich, du bist so cool, so cool, so cool, so cool, so cool, so cool, so cool. Siprul. Warum Siprul? Was? Nein, es gibt gar keinen Sinn, so. Wow, Wahnsinn, wie ein Wegpunkt ist, Mann, Tugaluni 1, du hast es so richtig dick drauf, ey, du bist der Champ. Das geht dann alle meine Fans und alle, die mich noch nicht kennen, Tugaluni 1, der Champ. So, was wir jetzt noch machen könnten, wir können, warte mal, ich dachte, wir stehen hier, also es gibt hier irgendwelche Punkte, da kann man stehen, keine Ahnung, was weißt du nicht. Wie machen wir was ganz Einfaches, pass auf, und wir können das Jetpack nicht ablegen, fuck. Also wir müssen praktisch neu laden oder wir sind ziemlich gefickt. Weil irgendwie... Wir... Also jetzt ohne Witz mal. Ich hab's dann schon irgendwie ziemlich gar nicht drauf, Digga. Wo waren es auch? Fucking Scheißdreck, ey. Oder was? Da unten war's. Komm, da unten war's nie im Leben, war's da unten. Feuchten Scheißdreck war's da unten. Die Maus geht nicht. Ja klar geht die Maus nicht. Ey, wir können das, wir können das. Wir sind auch gut, ey. Gut sehen wir doch auf jeden Fall, ey. Scheißdreck. Warum geht die Kackmaus nicht? Buhu. Maus geh, wenn ich jetzt wieder auf Escape drück, stürzt es ab und habe ich wieder keinen Bock drauf. Mann. Fuck. Vielleicht bin ich auch zu hoch, vielleicht ist dieses komische Kegelteil weiter unten. Kann auch sein. Vielleicht irgendwo hier so, Schatzi. Kegelteil so. Hast du Bock drauf? Vielleicht nicht so. Nicht. Ja, fuck. Warum sollte man auch auf A drücken, wenn man nach links fliegen will? Ich meine, wäre zu einfach. Der Spaß würde auf der Strecke bleiben, meine Damen und Herren. So, das hier aber gerade gar nicht so viel Besonderes gibt und es gibt noch eine andere Stelle. Es gibt noch viele andere Stellen. Was? Ich bin zu nah an der Kamera, willst du mich verarschen? Oh, ich glaube, ich bin gerade ziemlich weit unten. Also, ich habe es kurz unterbrochen. Also, ihr müsst jetzt mal auf die Schichten im Hintergrund gucken. Diese Schichten, und zwar wurden die gerade so, die wurden so viel und, was soll die Scheiße, ja? Ja? Was geht denn da bitte ab, ja? Sieht man? Nee, man sieht's gar nicht. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier gerade abgeht, ey. What the fuck is that shit? Ich meine, ich kann auch nichts machen. Ich kann jetzt hier... Ich kann einen feuchten Scheißdreck gar nicht. Fuck! Ich meine, klasse, wie ich mich hier auskenne. Yay! Woo! Dun, 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 dun. Ich lade das Spiel neu, weil das scheiße. Ja, das hat schon mal mega geklappt. Das, was ich wollte. Ich meine, da habe ich Spielführer, da sind wir da, ganz eiskalt sind wir da. So, ganz klasse. Ist auch nur minimal gruselig, wenn das gleich das ganze Spiel kollabieren könnte. Gut, damit haben wir das, hat sich das erledigt. Und wir, da, jetzt genau, wir kommen direkt zu dem, was ich angesprochen habe. Und zwar gibt's noch so ein, zweiten so einen mysteriösen Eingang, ja. Ja, wo muss ich eigentlich hin? Los. Was? Was? Los Sepulkurs? Ja, klar. Ey, danach. Sauklau kann jeder lesen. Vollidiot, ey. So, wo war Los Sepulkurs? Da. Das war irgendwo da oben links, dachte ich. War das hier? Das war doch. Ich meine, ich kenne mich auch voll klasse auf El Castillo del Diablo. Ja, hier sind diese ganz komischen Dingens. Die mit dem Namen, die sowieso keine Sau interessieren. Tierra Rubada. Katzlambada oder Lametta oder Paquetta, keine Ahnung. Nee, hier bin ich falsch. Nee, ich habe Ahnung. Also, die Vorbereitung für dieses Special war auch 1A. Es geht auch nur minimal alles schief hier. Scheißdreck, ey. Wo ist denn Los Sepulkurs? Alter, willst du mich verarschen? Jetzt sitzen die GTA-Cracks da, ey, du bist behindert, du weißt du ganz genau, Los Sepulkurs ist da und da. Ja, sicher, wisst ihr wo. Panoptikon? Ist das nicht? Ja, nein, auf jeden Fall wisst ihr wo ist.
Ja, ich auf jeden Fall. Ganz, ganz klar, Mann. Könnt ihr mitspielen das nächste Mal, wenn ihr so viel Ahnung habt. Da war doch irgendwas hier. Ich hab da was mit Los gesehen. Wo war es, Los Santos? Rodeo? Nicht. Marina? Beach? Bin Bluffs? Los Santos International? Wir können auch alles vorlesen jetzt. Wir haben ja Spaß. Wolle für San Andreas? East Los Santos? Warte, da war Los? Nein, da irgendwo... Warte. Da, okay, Los Flores. Ja, fuck. Sag doch mal, Mensch. Mädels und Junges, also Kinders. Wo soll ich denn hin? Keine neue Wiese. Ich bin so alleine. Ich brauche Gesellschaft für einsame Stunden. Das hört sich komisch an, ey. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Da. Da war irgendwas mit Las. Das war Las Venturas, oder? Ja, genau. Klasse. Vorbereitung ist sowieso für den Arsch. Vorbereitung was für dumme Wichser. Es könnte auch in der Nähe sein. Das wäre ziemlich cool, aber das wäre zu einfach. Las Venturas. Whitewood Estates. Was sind das für behinderte Namen? Wir denken sich... Pilsenkreuz. Pilz. Voll Alkohol. Ja, genau. Sperrgebiet ist auch super. Ganz klasse Bezeichnung. Also da hat man sich richtig Mühe gegeben, dieses Gebiet aussagekräftig zu betiteln. Super. Las Brujas. Brujas. Das steht aber Brujas. Auf jeden Fall steht da Brujas. Natürlich steht da Brujas. Nein. Leider nein. So. Das ist trotzdem nicht mehr lustig. Immer, ich wein gleich. Nicht mal Musik habe ich. Ich könnte Musik noch nachträglich reinschneiden hier. Ja? Mit gewissen Videoprogrammen. Kann man das machen, ja? Muss man natürlich nicht. Ich meine, wir können noch 500 Stunden hier suchen. Wir haben ja Spaß, ey. Wir wissen noch eiskalt, wissen wir, wo ihr Kack hier ist, überall, ey. Bounce. Another one bounce to dance. And the other one bounce. And the other one bounce. Another one bounce to dance. Dun dun dun. Dun bam. Bam 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 bam. Bam bam bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Warum sollte ich die Karte systematisch absuchen? Es wäre doch zu einfach. Dieses Gebiet hört sich auch komisch an, Camelot, aber ich möchte eigentlich auch gar nicht so viele Worte mehr darüber verlieren. Es heißt so, wir nehmen es so hin und es ist, man kann nichts machen. Das ist das beschissenste Special, was es jemals gab. Und ich meine, ich habe schon viele scheiß Specials gemacht. Das ist nur durch Gäste erträglich gemacht worden. Jetzt bin ich mal alleine. Irgendwas wird so wie... Warte, da war es doch gerade. Ich bild mir schon Sachen ein, zum Kotzen. Ja, also die Gäste haben es erträglich gemacht. Folge 46 Special war auch für den Arsch. Aber wir steigern das heute noch. Ich meine, wir... Schlimmer kann es nicht werden. Na, und dann kommt Folge 100. Los, lass mal die Special planen. Kann ja nur gut werden. Zeig doch mal ein paar Dinge, die man sonst nicht sehen würde. Ein paar Easter Eggs. Ein paar Sachen einfach. Wenn ich das nicht finde, ganz ehrlich, überspringe ich's. Weil es gibt auch noch mehrere... Es gibt eigentlich noch andere Orte, wo ich das machen könnte. Wenn ich richtig überlege. Also würde ich sagen... Wir können gleich auf der Karte bleiben, was steht als nächstes. Also Punkt 5 haben wir gerade richtig gut abgehakt. Klasse. Palomino Creek. Alter, wo waren Palomino Creek? Scheißdreck. Jetzt wollen wir Palomino Creek suchen, finden wir wahrscheinlich diese Dings hier. Los Sepulcros da. So, Palomino Beach war, Palomino Beach war, Palomino Creek eher. War irgend so komisches da. Eiskalt auf den ersten. Auf Versuch 1 gefunden. So, lass mal nachdenken, was wollen wir da eigentlich? Wir wollen See. Ist es ein See? Ich glaube, das wird ja als See gezählt. Dann gehen wir mal dahin. Ich hätte auch gekotzt, wenn es jetzt abgestürzt wäre. Ich hätte mal 5 Stunden suchen und dann verkacken. Ja. Leider schlecht. Schon schlecht. Wäre gut, wenn... Nein, jetzt... Scheiße, soll ich... Fuck, ich krieg nichts hin. Warte, jetzt muss ich mal...
Leider schlecht. Wäre gut, wenn du es einfach lässt. Das einzige Finale hatte ich beim Sex mit deinem Dad. Was? Nein. Okay. Das war eine Line von TJ gerade. Wer es noch kennt aus dem Julians Block Battle Turnier. Also nicht die Line, aber TJ. In deinem Track kam dieses Ding davor. Also das habe ich ziemlich gefeiert. Also ich meine, er ist natürlich besser betont und alles als ich, aber selbstverständlich. Oh, soll ich? Einmal als Battle. Komm, einmal den dicken Diss raushauen. Wahrscheinlich kann ich den auch nicht mehr. No Games Battle Turnier. 2012. Let's go. Norgens, du lapp mich, diss dich jetzt hart. Schau deine Projekte, GTA. Ich frage mich ernsthaft, was soll das da? Mir kommt der Gedanke, du machst jemand nach. Habe ich die Sprüche nicht schon mal gehört in den Mannen-LP? Von auch so einem Nerd. Ach ja, das war meins, ich bin sehr empört. Nach diesem Diss hast du dein Headset zerstört. Schon in San Andreas Folge 1, du warst auf Karls Konsole zocken. Doch schon viele Folgen vor dir war ich dabei, das Game im Game zu rocken. Ich hab schon noch was. In Folge 4 nimmst du an Jonsons Fotoapparat. Doch schon vorher in meiner Episode habe ich die Idee mit den Fotos parat. GTA 7 Minute 10 kam die Idee, den Part zu benennen. Das Dankönig, gute Idee. Würde ich diesen Titel nicht wiedererkennen. Doch jetzt mal im Ernst. Custom Music schön und gut. Aber steck dir deine Zelda-Songs bitte einfach ran in Hut. Aber auch was anderes. Soll jetzt mal zur Sprache kommen, wie wär's mit deinem LP Sims? Ach nee, das wurde von YouTube genommen. Peinlich natürlich, darf mein Special auch auf deinem Kanal nicht fehlen. Vielleicht der Minecraft-Show zu Ostern, sollte ich sowas weiterempfehlen. Und wenn ich schon mal dabei bin, ich hätte was zu Minecraft zu sagen. Zuallererst ein Lob, das hat noch niemand vor dir hochgeladen. So kreative Spielauswahl. Was gibt's noch für Projekte? Ich zähl die mal auf. Da wäre Harveys neue Augen und Edna bricht aus. Beinahe hat Gronkh schon gespielt. Davor oder nach, dir ist egal. Jetzt hör auf, ihn nachzumachen, sonst hätten die Gronkh-Fans nicht vom Kanal. Mein Freund, jetzt hätte ich noch COD Modern Warfare 2 mit einer Kartoffel aufgenommen. Zum Glück auch schnell wieder vorbei. Zu deinem Nennen wie es Skill möchte ich kein Wort verlieren. Aber so sehr wie du verkackst, bist du schon arg am Provozieren. Komm jetzt zu MW2 Part 4. Du für volle 10 Minuten vor einem Headshot von dir. Da kriege ich nicht mal Nasenbluten. Gut, dein LCDK ist Fame, doch es wird gehatet wie Sau. Du wurdest so von denen verprügelt, dein ganzer Kanal ist schon blau. Und wie du Satzzeichen vorliest, ist ja auch herzallerliebst. Ganz viele Ausrufezeichen. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst. Alles in allem bin ich fertig. Wärst du auch nicht hochgeladen, du hast ja ein Real Life mit einer kleinen Spielkamera. Nach diesem Track bist du besiegt, Bro. Ich hoffe, du verstehst das als Spaß. Und wenn du dich herausgefordert fühlst, dann mach ich mit deinem Track nass. Genieß das Auto noch, denn diese Runde ist jetzt vorbei. Der Beat ist von GTA 4, wollte ich erwähnen. Nebenbei. Ach ja. Grüß bei Tokaloni 1 Fail Productions GmbH. Du Wichser. Klasse. Also da habe ich noch volle Kanne drauf. Und zwar hier unten am Strand. Ja, da mal dick Business zu erledigen. Ich hätte auch mal aussteigen können, bevor es zu brennen anfängt. Nein, wieso denn? Wieso denn auch? So, du explodierst mal, das ist schön. Hier ist eine mysteriöse Hütte mit nichts drin. Hier sollte eigentlich Blut am Boden sein, aber es sieht irgendwie nicht so ganz danach aus. Ich meine, das war auch nicht die Attraktion, um Gottes Willen. Also das wäre ein bisschen low. Was es hier geben soll, und das ist so ein bisschen Gefahr. Was sind da eigentlich für Fässer, weiß ich. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Also meinst du, was ich will, ist nur irgendwie am Wochenende irgend so ein Scheiß. So, ich weiß nicht, ob man gucken kann, welcher Tag ist. Dieser Rollstuhl da, der ist auch Überkiller, ey. Also der Rollstuhl, der hat's schon ziemlich drauf. Das soll irgendeine Anspielung auf irgendeinen scheiß Film sein, aber ist mir schon ziemlich egal. Nein, wieso sollte man Cheats vorher eingeben? Ich meine, wer will die Minigun ja nicht möglichst lang behalten. Feuchten Scheiß wollen wir. Wir warten einfach mal ein bisschen. Warum landen die Texturen heute so scheiße? Wenn ihr auf den Hügel hinten schaut? Na gut, jetzt geht's. Doch jetzt. Das ist immer so ein leichtes Flimmern. Wahrscheinlich sieht man es nicht, weil die Qualität dann runtergeschraubt wird, natürlich auf YouTube logischerweise. Sonst müsste ich ein Original hochladen. Wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren, ja? Pass auf. Wir machen das mal einfach. Schön, wir machen das einfach. Für ein bisschen Musik, bis der Tag anbricht. Ich hoffe mal, es ist Wochenende. Wenn nicht, haben wir hier ein bisschen einen Tag mit Musik verbracht. Ey, das wäre doch richtig geil. Da schon wieder. Was ist mit den scheiß Texturen los, ey? Was geht denn hier ab? Wollt ihr mich echt verarschen?
klasse. Ich würde ja speichern, aber dann müsste ich wieder herfahren. Aber dann wären 6 Stunden immerhin vorbei. Wenn, stimmt eigentlich, wenn, ich bin ja auch ein Vollexperte, wenn Speicherpunkt in der Nähe ist, 6 Stunden vorspulen, im Notfall so lange, bis da was abgeht. Kaufe ich mir auch das Haus, wenn es sein muss, ey, da scheiße ich drauf. Scheiß Musik, Alter, was für eine Scheiß Musik. Was für eine Scheiß Musik. Jetzt können wir sagen, oh, du hast die Musik gedisst und jetzt hast du dich vom Motorrad geschmissen. Ja klar, die Musik vor allem nicht vom Motorrad geschmissen. Musik schmeißen Leute vom Motorrad. Skandal im Hexenhaus. 35.000, gar kein Problem. Wir haben 40 Millionen Dollar, meine Friends, ey. 40 Millionen Dollar!